Also wir machen das auch schon seit vielen Jahren, dass wir entsprechend Data Warehouse Implementierungen vornehmen, dass wir mit SAP-Daten arbeiten. Und ja, wir machen das natürlich am liebsten mit Pentaho. Und aus diesem Grund haben wir auch schon in 2010 ein Entwicklungsprojekt gestartet und ein SAP-Plugin entwickelt. Und in den letzten Monaten haben wir das eben ganz, ganz massiv noch erweitert, funktional, das auf den neuesten Stand gebracht. Und ja, das möchte ich mir gerne mal kurz hier zeigen. Dazu habe ich ein paar Slides zum Einstieg. Dann gibt es den Handover an den Christopher Keller, der wird es dann nochmal live zeigen. Ja, was ist spannend im Umgang mit SAP-Daten? Oder was für Herausforderungen haben Unternehmen, wenn sie sich mit SAP beschäftigen? Wir wollen die Daten mal irgendwie bewegen. Ja? Also, die liegen jetzt im SAP, das ist wunderbar, aber eigentlich möchten wir sie vielleicht migrieren. Wir möchten sie in andere Systeme schieben. Wir möchten sie anderweitig nutzen. Gut, wir kommen natürlich aus der Ecke Business Intelligence. Was wollen wir mit den Daten machen? Wir wollen sie analysieren. Wir wollen entsprechend Managern im Unternehmen eine Entscheidungsgrundlage geben auf ihren SAP-Daten. Und SAP ist dafür erstmal gar nicht gemacht. Ja. Das SAP ist transaktionsorientiert. Das ist erstmal, das unterstützt Geschäftsprozesse für ganz, ganz viele Menschen mit ganz, ganz vielen kleinen Datensätzen. Wenn ich ein Data Warehouse habe oder ein Data Lake, mache ich genau das Gegenteil. Ich aggregiere Daten. Ich will die Kennzahlen. Und ja, dafür muss ich an die Daten ran, um entsprechend damit arbeiten zu können. Und natürlich auch dieses Thema aktuell. Ich habe mein SAP. Ich habe hier aber noch ganz viele andere Systeme. Und jetzt möchte ich die Daten kombinieren. Ja. Also angenommen, ich habe meine Umsatzdaten in meinem SAP-System liegen, ist das wunderbar. Da habe ich dann die Zahl. Ja, das sind die. Was muss ich eigentlich machen, um diesen Umsatz irgendwie zu erwirtschaften? Was ist da ein Vertriebsaufwand notwendig? Habe ich vielleicht mein Salesforce, wo diese Informationen drinstehen? Dann habe ich vielleicht das Thema, und jetzt habe ich den Kunden abgeschlossen, das ist ein Bestandskunde von mir. Was habe ich im After-Sales eigentlich an Themen für ihn? Dann habe ich vielleicht wieder ganz andere Systeme, habe ich vielleicht ein Ticketsystem, ein Supportsystem, was ich anbinden möchte, um einfach zu sehen, was das laufen dafür Kosten auf. Und natürlich möchte ich dann diesen berühmten 360-Grad-Blick auf den Kunden zeichnen. Und es gibt unendlich viele andere Use Cases, das ist wie immer. Die sind jetzt erstmal nur drei exemplarisch rausgepickt. Warum ist das spannend? Also es gibt von Pentaho eine Kampagne, die es Talubis hat. SAP ist auch hart, oder kann er dafür nicht sein. Einfach weil da auch sehr viele proprietäre Formate und Strukturen vorherrschen. Also allein, wenn man sich so die Tabellenstrukturen anguckt, das ist sehr, sehr spannend. Wir sehen das auch nachher. Da gibt es dann solche Tabellen, die heißen VBRP. Als Deutscher kann man es jetzt auch ableiten, Vertriebsbeleg Kopf, Vertriebsbeleg Position. Das verstehen wir noch irgendwie. Ich glaube, ein Amerikaner oder wie auch immer, jemand, der nicht der deutsche Sprache mächtig ist, der tut sich da ein bisschen schwerer mit. Also man muss jetzt natürlich auch übersetzen, um das Ganze an Anwender transportieren zu können. Ja, wie gesagt, SAP kann schwierig sein, steile Lernkurven für Entwickler. Wir müssen uns erstmal orientieren, wie funktioniert das Ganze, wie kommen wir an die Daten ran, wie können wir mit SAP-Systemen vernünftig arbeiten. Und ja, auch hier aus meiner Sicht eine Parallele zum Thema Big Data. Auch da glaube ich, das Thema Leute, die da gut können, Leute, die mit Big Data Technologien umgehen können, die sind jetzt nicht gerade im Massenmarkt unterwegs, sondern die sind rar gesät. Das sind wirkliche Spezialisten. Und das Thema haben wir natürlich auch hier bei dem Thema SAP-Programmierer. Aber auch die können direkt was an Projekten sein, wenn es eben darum geht, hier vorwärts zu kommen, an die Daten zu kommen, Berichte zu ziehen, Schnittstellen zu bauen und ähnliche Themen durchzuführen. Und dann bin ich eben ganz schnell hier bildlich in diesem Labyrinth so ein bisschen gefangen und muss sehen, wie ich zurechtkomme. Was machen Unternehmen? Was sind mögliche Lösungen, bewusst in Anführungszeichen? Naja, wir fangen jetzt mal an und bauen das nächste Silo auf. Ja? Also wir machen uns keine großen Gedanken, machen die berühmte Department-Lösung, wir bauen mal was Kleines zusammen. Betrachten aber dabei nicht das große Ganze, ja, sondern wirklich lösen ein punktuelles Problem. Dann habe ich den SAP-Entwickler gewonnen, super Sache. Der baut mir jetzt auch den wunderbaren Bericht, den wunderbaren Extractor draus. Natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Das sind dann die berühmten Berichte und Auswertungen, die wir, glaube ich, alle kennen. Der Müllerbericht, die Schmidt-Auswertung, die dann den Namen der Mitarbeiter tragen. Und da habe ich natürlich dann sehr schnell das Problem, was passiert, wenn aus welchem Grund auch immer der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Hatten wir vorhin auch in den Vorträgen, das Know-how ist weg, ja, wenn die es nicht irgendwo sauber dokumentiert haben. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ja, oder auch allseits beliebt Excel. Ja, immer wieder der Dauerbrenner. Das ist natürlich leicht verfügbar, günstig, direkt da. Wir schieben die Daten mal in Excel und legen die auf irgendein Fileverzeichnis und dann schauen wir mal weiter. Ja, dann laden wir sie irgendwo rein. Super Sache.
Nicht wirklich. Kann man mal sagen, also Security ist vielleicht ein spannendes Thema. Automatisierung, Fehleranfälligkeit, Effektivität, Effizienz. Ist da alles nicht so wirklich gegeben. Und aus diesem Grund sind wir natürlich alle sehr, sehr glücklich darüber, dass es so tolle Tools wie Pentaho Data Integration gibt, weil die nämlich genau diese Probleme lösen. Also, wir haben das ja hier heute an dem Tag auch schon ganz zahlreich gesehen, wie man hier wunderbar solche Workflows, Jobs aufbauen kann, um mit Daten umzugehen. Und wir haben eben das Ganze sehr, sehr stark erweitert, um mit SAP sprechen zu können, mit unterschiedlichen SAP-Systemen sprechen zu können, ERP, Business Warehouse, HANA unterstützte Pentaho sowieso. Und wir haben da noch einige andere Themen auf der Roadmap, die wir aktuell angehen, um mit diesen Daten vernünftig umgehen zu können, um dann auch wieder unterschiedliche Use Cases umzusetzen. Bisschen klein ist hier auf der Tabelle, aber aufgrund der Kürze der Zeit sehr komprimiert eben nur dargestellt. Auch hier gibt es natürlich ganz viele. Jetzt mal, wir haben das mal so ein bisschen geclustert. Wir haben einmal das Thema Data Integration, habe ich das mal genannt. Also auch wenn wir außerhalb von SAP machen möchten, müssen wir auch erstmal die Daten im SAP zusammensuchen. Also auch das ist schon mal Projektarbeit. Die liegen durchaus verteilt in ganz, ganz vielen Tabellen. Und wir müssen die erstmal zusammenziehen, um sie eben so aufzubereiten, dass wir sie auswerten können. Dass wir den Datensatz so zurechtziehen, dass er Auswertler ist, dass er sprechend ist, dass Anwender damit umgehen können. Dass ich historische Daten habe, um auch hier mal einen Vorjahresvergleich zu machen, einen Vorperiodenvergleich zu machen, dass ich Kennzahlen berechne und all diese Themen. Ja, dann haben wir das Thema Data Blending, das ist eben dieser Verschnitt von Daten, dass wir eben auch in Non-SAP-Systeme zusammenziehen wollen, NoSQL-Systeme anbinden möchten. Nehmen wir mal Predictive Maintenance, das ist heute auch schon vorgekommen. Sie haben hier Ihre Produktion, Ihren Shopfloor. Da sind ganz viele Sensoren, die Daten liefern, die Ihnen die Idee geben, könnte da was ausfallen, könnte es eine Downtime geben in Ihrem Prozess. Ist ja wunderbar, dann wissen Sie das. Aber Sie wissen doch lange nicht, was wird da eigentlich produziert, wer ist der Kunde, was sind die Materialien, was hängt das auch alles dran. Das sind alles Informationen, die stehen üblicherweise in Ihrem SAP-System. Und wenn ich jetzt eine Auswertung darauf bauen möchte, muss ich das natürlich verschneiden. Dann muss ich diese Welten zusammenbringen. Und das können wir dann eben hier wunderbar genauso mit tun. Plus, wir haben ja auch das Thema, dass wir gewisse Offload-Szenarien haben oder auch Daten in, ich sag's mal, ein bisschen ketzerisch moderne Datenverarbeitungssysteme bringen möchten. Wir haben viele Kunden, die möchten ihre SAP-Daten in Hadoop laden, die möchten ihre Daten an Kafka geben, die möchten ihre Daten in Spark geben, um dort natürlich entsprechend zu verarbeiten und auch nutzen zu können. Und da gibt es auch Kostengründe für, das sind aber auch sicherlich Use-Case-getriebene oder anforderungsgetriebene Themen, wo das eben massiv Sinn macht. Ja, und an der Stelle wollen wir dann auch mal live zeigen, wie die Funktionen im Chrome aussehen und dann übergebe ich an den Christopher Keller. Ja, Stefan, vielen Dank. Ich habe im zweiten Teil unserer Präsentation einmal unsere aktuell verfügbaren SAP-Steps mitgebracht, die wir bisher entwickelt haben und dann noch verschiedene Use-Cases, die wir auch gerade schon gehört haben, anhand deren wir die Funktionen der Steps zeigen möchten. Der erste Step, den wir entwickelt haben, den wir auch schon vor langen oder vielen Jahren entwickelt haben, ist ein Step, um direkt auf Datenbanktabellenebene zuzugreifen in SAP, um SAP-Datenbanktabellen auszulesen. Das ist unser SAP-ERP Table Input. Ein brandneuer Step, den wir dieses Jahr oder letztes Jahr vielmehr entwickelt haben, ist der SAP-BW-ERP-RFC-Executor, sehr langer Name. Aber hiermit ist es möglich, sämtliche Funktionen, Funktionsbausteine in SAP aufzurufen und Daten zu extrahieren, aber auch Daten in SAP wieder zurückzuschreiben. Dieser Step funktioniert mit allen Standardfunktionsbausteinen, die SAP bereitstellt, funktioniert aber auch mit gecustomized Funktionen, die der Kunde beispielsweise im Einsatz haben kann. Dieser Step ist auch anwendbar auf SAP BW und SAP ERP. Der dritte Step, den wir aktuell fertig haben, der einsatzbereit ist, ist der SAP BW DSO Input. Hier arbeiten wir auf Staging-Ebene im SAP BW, um die Daten zu extrahieren und beispielsweise in eine andere Datenquelle zu laden. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, wir haben verschiedene Use Cases, die wir uns hier vorstellen können, anhand derer ich auch die Funktionsweisen der unterschiedlichen Steps vorstellen möchte. Wenn wir uns den ETL-Prozess anschauen, dann ist das eigentlich ein klassisches Data Warehouse-Projekt. Wir möchten die Daten aus einer Quelle hier SAP extrahieren, in eine Staging-Area, um mit diesen Daten weiterzuarbeiten.
Und dann natürlich auch ein userfreundliches Datenmodell aufzubereiten, mit dem der Endanwender dann am Ende auch seine Analysen erstellen kann. Weil SAP hat, wie gesagt, auf Tabellenebene sehr komische Namensgebungen. Und insbesondere im nicht-deutschsprachigen Raum ist es eben so, dass die Datenbanktabellen und die Datenbankfelder genauso heißen wie im Deutschen. Und das macht es doch relativ schwierig. Für unsere Demo betrachten wir jetzt erstmal hier nur die Staging-Ebene. Auch das haben wir aufbereitet. Wir sehen hier unterschiedliche Transformationen, die eigentlich nichts machen, als SAP-spezifische Tabellen in eine andere Datenquelle zu laden. Und genau hier kommt eigentlich unser erster Step zum Tragen. Also wenn wir hier mal reinschauen, laden wir hier die Tabelle für die Faktura-Position von SAP in eine andere Datenbank, in unsere Staging-Schicht. Und hierzu verwenden wir unseren SAP-Connector, unseren SAP-ERP-Table-Input. Ich denke, der ist relativ schlank gehalten, auch dadurch sehr userfreundlich. Wir haben wie in allen Penthouse-Steps die Möglichkeit, einen Step-Namen, eine Connection anzugeben. Wir haben die Möglichkeit, Tabellennamen anzugeben aus dem SAP. Aber natürlich stellen wir dem User auch die Möglichkeit zur Verfügung, nach Tabellen zu suchen. Mit unserem entsprechenden Suchfeld und bekommen dann für Tabellen, die hier am besten gematcht werden, eine Auswahlliste zur Verfügung, können diese Tabelle dann auswählen. Und wir sehen hier, wir stellen eine Liste aller Feldnamen bereit mit einer Beschreibung, die im Englischen dann entsprechend auf die englische Beschreibung laden würde und können mit diesen Daten dann weiterarbeiten. Zusätzlich haben wir eine Filteroption, die ein Standard Penthouse-Filter ist, den wir hier verwenden. Der einzige Vorteil hierbei ist eben, das Ganze, dieser Filter wird direkt auf dem SAP-System ausgeführt. Das heißt, wir müssen die Daten nicht erst in PDI laden, um sie zu filtern, sondern dieser Filter wird schon beim Aufruf der Funktion, die im Hintergrund steckt, im SAP durchgeführt. Ein weiteres Feature, was wir eingebaut haben, was in bisherigen Konnektoren zu SAP so nicht enthalten war, ist hier dieses Mapping zwischen SAP-Datentyp und PDI-Datentyp. Hier gehen wir her und haben ein Mapping implementiert, um eben die SAP-Datentypen bestmöglich in Java in PDI-Datentyp zu verwandeln und dann mit diesen Daten direkt weiterzuarbeiten. In den bisherigen Steps war es eben so, das Ganze wird per String ausgelesen, ich muss ein Select Values dahinter hängen, um die Daten zu transformieren oder um die Metadaten zu transformieren. Gut, den zweiten. Ja. Macht ihr die Icons noch so, dass man erkennen kann, dass es nicht die Standard-Icons sind? Man sollte es eigentlich erkennen können, wenn wir hier schauen im ERP-Table-Input, dann sieht er aus wie der normale Table-Input, oben steht einfach nur SAP drüber. Da müssen wir nochmal gucken. Zweiter Use-Case, den wir haben, den der Stefan in der Präsentation auch schon erwähnt hat, ist das Data Blending von SAP-Daten und Nicht-SAP-Daten. Hier an unserem Beispiel möchten wir Kundeninformationen, Sales-Informationen in einer Geokarte darstellen. Das heißt, am Ende soll sowas rauskommen, so eine Auswertung rauskommen, wo wir sehen, zum Beispiel für unterschiedliche Städte, Vertriebsgebiete oder Kunden, was habe ich für einen Umsatz gemacht? Was brauchen wir dazu? Wir brauchen zum einen die Kundeninformationen, das heißt Adressinformationen, wo ist der Kunde beheimatet, plus wir brauchen noch Informationen, die wir hier unten sehen, Geodaten. Also welche Geodaten stecken jetzt hinter der Stadt oder hinter dem Standort, je nachdem. Man könnte das jetzt auch so machen, dass man unseren ERP-Table-Input nimmt und die verschiedenen Tabellen auf Tabellenebene zusammenjoint, die wir benötigen, um die Adressdaten für die Kunden rauszubekommen. Das wären 3 oder 4 Tabellen, die wir joinen müssten. Oder wir greifen halt auf SAP-Standardfunktionen zurück, die eben genau das im SAP-System schon für uns tun. Beispielsweise eine Funktion hierfür, um die Adressdaten zu extrahieren, ist der BAPI Customer Get Detail. Kurz zu den Funktionen, also jede Funktion SAP hat unterschiedliche Parameter, einmal Import-Parameter, die wir benötigen, um die Funktion auszuführen, hier in dem Fall die Kundennummer, und wir haben Export-Parameter, was eben unser Ergebnis ist, das zurückgeliefert wird. Auch hier stellen wir dem Kunden wieder die Möglichkeit zur Verfügung, dem User die Möglichkeit zur Verfügung, nach Funktionsbausteinen zu suchen. Und wir sehen jetzt hier unten einmal die Import-Parameter, das ist hier in unserem Fall eine Kundennummer, die wir angeben müssen, weil jeder Funktionsbaustein muss entsprechend über diese Import-Parameter aufgerufen werden. Und
Im zweiten Parameter haben wir dann eben die ganzen Informationen, wie zum Beispiel der Name, die Stadt, die Region oder das Land. Wie ich schon gesagt habe, mit diesem Step ist es eigentlich möglich, jeden Funktionsbaustein, jede gecustomized Funktion in SAP aufzurufen. Und deswegen ist das eigentlich auch so unser Step, der wirklich alles abbildet, mit dem wir jedes SAP-System, was einen Remote Function Call unterstützt, anzapfen können und mit diesen Daten arbeiten können. Gleichzeitig ist es häufig so, dass SAP-Funktionen, Funktionsbausteine miteinander verkettet sind. Das heißt, wir brauchen das Ergebnis vom einen Funktionsbaustein und müssen es in den anderen Funktionsbaustein eingeben. Auch hier haben wir unterschiedliche Optionen vorgehalten. Das heißt, wir können von dem vorherigen Step entsprechend die Import-Parameter übernehmen oder die Daten übernehmen. Und wir können natürlich die Parameter auch wieder weiterverwenden. Die Ergebnisse, die hier zurückkommen, das ist ein JSON-String, den wir dann entsprechend weiterverarbeiten können. Das zeige ich jetzt gerade hier mal. Was wir hier tun in unserem Prozess ist, wir lesen einen Funktionsbaustein mit einer entsprechenden Dummy-Kundennummer, um unseren JSON-String zu bekommen. Dann gehen wir weiter, wir splitten die Felder und verknüpfen die dann mit jeder Kundennummer, die wir entsprechend um Adressdaten anreichern möchten, setzen diesen String wieder zusammen und geben ihn in ERC-Input wieder ein und führen diese Funktion so lange durch, bis keine Kundennummer oder bis Kundennummern vorhanden sind und haben dann die gesamten Adressdaten. Und im zweiten Schritt verknüpfen wir es dann mit den Geodaten und können dann am Ende die Analyse entsprechend durchführen. Der dritte Step ist unser SAP-BW-ESO-Step, zum Beispiel um ein Offload-Szenario zu gewährleisten in Hadoop-Systemen, in HDFS. Auch dieser Step ist relativ schlank gehalten, das heißt, wir haben wieder die Connection, wir können unterschiedliche Data-Sources angeben und wir haben noch die Möglichkeit zu unterscheiden in unterschiedliche Versionen, also beispielsweise auch einen Delta-Load zu ermöglichen oder aus historischen Datenquellen in SAP-BW zu lesen. Und auch das ist wieder selbsterklärend, indem wir hier unsere Dimensionen und Kennzahlen erhalten und dann diese Daten auch extrahieren und mit diesen Daten weiterarbeiten können. Okay, gut. Dann schalten wir wieder um zur Präsentation und sind bei den Fragen. Also ja, bitte. Genau, noch eine Frage zu den Feldern. Wir hatten in den Step implementiert, das ist jetzt quasi die zusätzlichen Infos, die da drin hängen. Habt ihr das im Step implementiert oder wird das auch irgendwie aus dem aktuellsten SAP-System ausgelesen? Weil ich frage mich jetzt, wenn die irgendwas ändern in den Feldern, ist dann der Step kaputt oder? Ich meine die Detailtexte der Felder. Das ist SAP, genau. Das bringt dieser Baustein entsprechend mit und dass es für jede SAP-Tabelle fliegt. Okay, das heißt, er liest einfach mit SAP-Metadaten. Genau, genau. Das sind Metadaten im SAP, die dort entsprechend hinterlegt sind und die quasi das Sprechende, die das dann sprechend machen werden. Sonst keine Fragen mehr? Dann vielen Dank und wir gehen zur nächsten Präsentation.